Wird der Golfstrom stoppen und uns in eine neue Eiszeit katapultieren? Das hört man oft und in diesem Video werden wir ein für alle Mal alle Mythen über den Golfstrom klären. Wenn ihr also wissen wollt, ob ihr schon mal Winterkleidung für die nächste Eiszeit besorgen müsst, dann bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Und wenn es euch gefällt, dann freue ich mich galaktisch über einen Daumen nach oben und einen Kommentar, denn dadurch kriegen wir den YouTube-Algorithmus dazu, dieses Video noch mehr Menschen anzuzeigen. Vielen Dank, Leute, und herzlich willkommen. Wenn ihr nicht aufhört, mit eurem SUV zu fahren, dann wird der Golfstrom stoppen und wir werden alle sterben. So könnte man einige Beiträge zum Thema Golfstrom gerade in deutschsprachigen Publikationen zusammenfassen. Auf der anderen Seite gibt es Videos wie dieses hier von Sabine Hossenfelder, das vor einigen Wochen erschienen ist und das im Titel sagt, dass der Klimawandel den Golfstrom nicht stoppen wird. Was ist denn nun wirklich wahr? Das werden wir in diesem Video mal komplett aufdröseln. Also wartet noch, bis ihr euren SUV verkauft. Was ist überhaupt der Golfstrom? Er ist nicht das, was die meisten Leute glauben. Deswegen machen wir mal ein kleines Experiment. Schreibt mir mal in die Kommentare, was der Golfstrom eurer Meinung nach ist. Wie würdet ihr ihn in ein bis zwei Sätzen definieren? Schreibt mir mal und schaut dann am Ende des Videos, ob ihr richtig lagt. Ich bin super gespannt. Aber fangen wir mal ganz am Anfang an. Die Strahlungsenergie unserer Sonne ist der Haupteinflussfaktor auf den Ozean und die Atmosphäre der Erde. Diese Energie erwärmt die Erde ungleichmäßig, wobei die Tropen stärker erwärmt werden als die Pole. Warme Luft steigt auf, kühlt in der Atmosphäre ab und sinkt dann wieder nach unten. Diese Bewegung erzeugt ein Phänomen, das als atmosphärische Zellen oder atmosphärische Zirkulation bezeichnet wird. Die Erddrehung, die auf diese Zellen einwirkt, trägt zur Entstehung der sogenannten vorherrschenden Winde bei, die Hauptantriebskräfte der Oberflächenströmung in den Ozeanen sind. Die Winde des Nordatlantiks, die unter anderem den Golfstrom formen, sind die Nordostwinde, mit denen Kolumbus nach Amerika segelte, und die Westwinde, die die spanischen Galeonen nach Hause trugen. Diese Westwinde und der Jetstream als Teil von ihnen sind übrigens auch der Grund dafür, weshalb Flüge von Amerika nach Europa kürzer dauern als umgekehrt. Fliegen ist natürlich auch ganz schlecht fürs Klima und den Golfstrom, außer man fliegt als Politiker mit dem Privatjet zu einer Klimakonferenz, dann ist es okay. Die windgetriebenen Oberflächenströmungen der Ozeane werden in eine elliptische Form gezwungen, einen Wirbel zwischen den Kontinenten, die den Atlantik begrenzen. Und dieser Strömungswirbel wird durch die Rotation der Erde beeinflusst, die in Verbindung mit den vorherrschenden Winden zu verstärkten Strömungen auf dem westlichen Bogen dieses Wirbels führen und so den Golfstrom entstehen lassen, der etwa 50 bis 150 Kilometer breit und einige 100 Meter tief ist. Auf diesem Infrarotbild hier seht ihr das Golfstromsystem und eine Sache fällt euch vielleicht sogar auf, wenn ihr nicht gut in Erdkunde seid: Das Ding ist nicht vor der Küste Europas, sondern vor der Ostküste der USA. Aber warum sprechen denn dann alle immer davon, dass der Golfstrom die Temperatur in Europa beeinflusst und dass man beispielsweise in Großbritannien und Norwegen ohne seine wärmenden Strömungen gar nicht leben könnte? Darauf gibt es eine einfache Antwort und die lautet, weil die Leute keine Ahnung haben. Das ist nämlich der erste Golfstrom-Mythos, mit dem wir heute mal aufräumen. Der Golfstrom an sich erreicht Europa gar nicht, sondern seine Verlängerung, der Nordatlantikstrom. Der Golfstrom fließt entlang der Ostküste der USA und Kanada in Richtung Nordosten, wo er dann gemeinsam mit anderen atlantischen Strömungen im Nordatlantikstrom aufgeht. Also Leute, wenn ihr das nächste Mal ein Date habt und ihr wollt sie mit eurem Wissen beeindrucken, dann sagt, nicht der Golfstrom erwärmt Europa, sondern seine Verlängerung, der Nordatlantikstrom. Zu dir oder zu mir? Und deswegen ist es sehr, sehr ungenau, wenn Leute darüber sprechen, dass der Golfstrom stoppen würde und dadurch halb Europa einfrieren würde. Wenn der Golfstrom stoppen würde, würde dies nicht bedeuten, dass der gesamte Nordatlantikstrom zum Erliegen käme. Der Golfstrom ist natürlich ein wichtiger Zulieferer des Nordatlantikstroms, aber es gibt auch andere Strömungen, die dazu beitragen, warmes Wasser in den Norden zu transportieren und die Temperaturen in Europa zu beeinflussen. Zum Beispiel gibt es die Kanarenströmung, die entlang der Westküste Afrikas fließt und ebenfalls warmes Wasser in den Norden transportiert. Wenn die Leute davon reden, dass der Golfstrom stoppt, dann meinen sie also in den allermeisten Fällen eigentlich den gesamten Nordatlantikstrom. Jetzt haben wir also schon mal dieses Begriffschaos entwirrt und können uns nun der eigentlichen Frage widmen: Können diese Strömungen denn wirklich einfach stoppen? Und das führt uns zu dem schönen Begriff Nordatlantische Umweltbewegung. Klingt irgendwie wie eine Pokémon-Attacke.
Nordatlantikstrom und Golfstrom sind Teil eines noch größeren Systems, das man Atlantic Meridional Overturning Circulation, kurz AMOC, oder auf Deutsch eben Nordatlantische Umwälzbewegung nennt. Die AMOC ist ein super komplexes System von Strömungen, die warmes Wasser aus den Tropen in den Nordatlantik transportiert und kaltes, salzreiches Wasser aus dem Nordatlantik in den südlichen Ozean bringt. Dieses gigantische Strömungssystem, von denen auch Entsprechungen in anderen Teilen der Welt existieren, wie die PMOC im Pazifik, die sind super wichtig zur Regulation des globalen Klimas, indem sie Wärme und Salz im Ozean verteilen und den Kohlenstoffkreislauf beeinflussen. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Im Gegensatz zum Golfstrom, der vor allem durch die Erdrotation und die dadurch entstehenden Winde erzeugt wird, entsteht die AMOC durch die thermohaline Zirkulation. Es handelt sich um einen super komplizierten Vorgang, bei dem warmes Wasser mit hohem Salzanteil aus der Äquatorregion in Richtung Nordpol transportiert wird. Dort kühlt es ab und sinkt aufgrund seines höheren Salzgehalts nach unten. Dadurch wird kaltes und salziges Wasser in tiefere Schichten gedrückt. Das abgesunkene, kalte und sehr salzige Wasser strömt aufgrund des höheren Drucks und der höheren Dichte dann in tieferen Meeresschichten wieder in Richtung des Äquators. Unterwegs erwärmt es sich wieder durch die intensivere Sonneneinstrahlung und sobald das Wasser in den Tropen angekommen ist, steigt es wieder auf und beginnt den Kreislauf erneut. Und jetzt müsst ihr wirklich Angst um euren SUV bekommen, denn dieser Prozess, die AMOC, kann durch den Klimawandel beeinflusst werden. Das arktische Gletschereis ist Süßwasser. Je mehr Eis dort schmilzt, desto höher wird also der Süßwassergehalt der Ozeane. Das ist gut, wenn man leidenschaftlicher Meerwassertrinker ist, aber es ist schlecht für die AMOC, denn der geringere Salzanteil verändert die Dichte des Meerwassers. Das kann dazu führen, dass nicht mehr genügend Wasser absinkt, um den Kreislauf aufrechtzuerhalten, was auf Dauer eine Verlangsamung oder sogar einen Stillstand der AMOC zur Folge haben könnte. Wann und ob das überhaupt passiert, ist ein super kontroverses Thema unter Klimawissenschaftlern und jeder, der sich da mit genauen zeitlichen Prognosen positioniert, lehnt sich sehr weit aus dem Fenster. Wir halten jetzt jedenfalls mal Folgendes fest. Der Golfstrom stoppt durch den Klimawandel auf keinen Fall. Denn egal wie viel SUV ihr fahrt oder wie oft ich pro Jahr mit dem Flugzeug nach Italien fliege, die Erdrotation werden wir so nicht stoppen. Wenn der Klimawandel eines stoppt, dann also nicht den Golfstrom, sondern die AMOC bzw. die Nordatlantische Umwälzbewegung, aber auch das ist im Detail nicht völlig geklärt, denn auch die großen globalen Strömungssysteme haben unzählbar viele Einflussfaktoren und nicht alle davon werden vom Menschen beeinflusst, egal wie wichtig sich einige Leute nehmen. Macht euch übrigens mal den Spaß, nach dem Thema zu googeln und ihr werdet feststellen, dass wirklich fast jeder Artikel bei diesem Thema den falschen Begriff Golfstrom wählt. Das ist wirklich erstaunlich. Das Stoppen der AMOC hätte natürlich auch Einfluss auf den Golfstrom. Er würde dadurch seinen Verlauf ändern, aber stoppen würde er nicht. Und jetzt kommt noch ein sehr interessanter Punkt. Vielleicht wäre es ja sogar gut, wenn die AMOC stoppen würde. Jetzt ist er völlig durchgedreht. Der Klimawissenschaftler Tim Palmer sieht das so. Er sagt, wenn die AMOC zum Stillstand kommt, wird der Golfstrom etwas weiter südlich als jetzt fließen. Dies wird zu kühleren Temperaturen über Nordeuropa führen. Das könnte dazu beitragen, die Auswirkungen des Klimawandels in diesen Regionen auszugleichen und möglicherweise den Eisverlust in Grönland zu stabilisieren, was eine gute Sache wäre. Für uns in Europa wäre das natürlich eher suboptimal, außer ihr steht auf extreme Kälte. Bis die AMOC dann wieder anspringen würde, könnten selbst im Best-Case-Szenario tausende Jahre vergehen. So weit sollten wir es also nicht kommen lassen, aber für immer verhindern können wir es so oder so nicht. Denn die AMOC ist im Laufe der Erdgeschichte schon bereits mehrmals durch rein natürliche Zyklen kollabiert. Egal was wir machen, irgendwann heißt es für uns in Europa also: Winter is coming. Da das Thema super komplex ist, fasse ich nochmal kurz zusammen, was wir in diesem Video gelernt haben. Erstens, der Golfstrom wird durch den Klimawandel nicht stoppen, da er primär durch Erdrotation und Winde entsteht. Zweitens, die meisten Leute, die vom Golfstrom sprechen, meinen eigentlich den Nordatlantikstrom oder die AMOC. Drittens, letztere Ströme entstehen vor allem durch Mechanismen im Ozean und könnten daher durch den Klimawandel beeinflusst werden. Viertens, ob und wann sie stoppen könnten, ist absolut nicht klar und wird heftig diskutiert. Fünftens, diese Ströme sind in der Erdgeschichte auch schon mehrfach durch natürliche Prozesse gestoppt. Bleiben wir direkt mal bei den Themen Kälte und Eiszeit. In der Antarktis haben Forscher ein Objekt aus dem Weltraum gefunden, das dort für Jahrtausende im ewigen Eis schlummerte. Oh, erinnert mich ein bisschen an den Film Das Ding aus einer anderen Welt. Originalaufnahmen dieses kosmischen Funds im antarktischen Eis seht ihr im angezeigten Video. Schaut es euch unbedingt mal an. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann stöbert auch mal durch meinen Weltraumshop. Es gibt dort die Shirts aus dem Video, echte Meteoriten, Plüschplaneten und vieles mehr. Jeder Kauf hilft mir, den Kanal weiter zu betreiben. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute.